Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier zurück bei, ja, Blackguards im DSA-Universum und das habe ich gerade eben total vergessen, was ich sagen wollte, aber egal, wir machen einfach weiter, sowas passiert manchmal auch. Ich wollte euch gerade eben zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe Torgal tatsächlich diese Ritterrüstung angezogen, weil ich sie extrem schnieke finde. Sie ist, okay, also sie ist mindestens genauso gut wie die andere. Die Werte sind für mich manchmal einfach nicht nachvollziehbar, das wäre einfach schön, wenn sie im klassischen DSA wäre und man einfach sehen würde, ja, Rüstschutz 1, 2, 3, 4, aber hier steht ja über ein Dutzend Werte. Egal, man kann nichts ändern. Hab dafür quasi den Zwerg, ich finde, der sieht dadurch irgendwie sehr, sehr witzig aus, das hier angezogen und deswegen würde er das auch behalten, einfach weil er dadurch mega witzig aussieht. Und den Rest habe ich mehr oder weniger gelassen. Wir schauen mal gerade eben, ja, da war irgendwas, ein Trank fehlt hier. Da tun wir nochmal einen Zaubertrank bei ihr verstauen. Und wir haben noch Punkte, die wir vergeben können. Und diese Punkte werden wir natürlich auch vergeben. In seinem Falle, Entschuldigung, ein bisschen hiervon. Zoberan kann eventuell nochmal einen Zauberspruch verbessern. Genau, den Culminatio, den wollten wir mal sprechen. So. Und bei ihr hatten wir ja vor, das hier noch hochzubringen. So, jetzt gehen wir auf die Waffentalente, beziehungsweise auf die Grundwerte. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen sparen, falls wir da noch was machen wollen. Und hier müssen wir theoretisch... Ne, sparen müssen wir nicht. Ich bin am Überlegen. Ne, bei ihm sparen wir nochmal, was soll's. So, und jetzt gehen wir endlich zum alten Schwurbaum. Mondstein und so, ne? Mal schauen, was passiert. Hier ist der Baum. Samt Baumloch. Soweit stimmt deine Geschichte. Und hier ist der Mondstein. Das ist dein alter Anhänger. Mit Mondstein. Wir fragen mal lieber nach. Also gehört der Stein dir, nicht Urias. Eigentlich gehörte er Luciano. Er hatte mir den Anhänger geschenkt. Ich war seine plumpen Annäherungsversuche leid, also habe ich ihn zurückgegeben. Wieder eine Lüge, wetten? Ich will ihr ja vertrauen, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ist das wahr? Du solltest mich töten? Dich. Und Lysander. Und Lysander ist tot. Ich habe das nicht gewollt. Und ich will nicht, dass du stirbst. Ja, gute Frage. Warum hat er mich nicht selbst getötet? Warum konnte Urias die Drecksarbeit nicht selber machen? Er wollte, dass ich mich beweise. Dass ich bereit bin, ihm in das neue Zeitalter zu folgen. Ich sollte alles hinter mir lassen, was mich an die alte Welt bindet. Also sind wir dir eigentlich ein Klotz am Bein. Ein großer Klotz. Okay. Der Mondstein wurde benutzt, um dir die Erinnerung zu nehmen. Ich kann ihn nutzen, um die Wirkung rückgängig zu machen. Aber dazu muss ich dich in einen Halbschlaf versetzen. Bist du bereit? Tu das nicht. Träume sind gefährlich. Bitte. Ich will euch helfen. Ich will uns helfen. Ist dieser Halbschlaf gefährlich? Nicht, wenn du rechtzeitig aufwachst. Und wenn nicht? Dann wacht er nicht auf. Und der große Held starb friedlich im Schlaf. Wundervoll. Ja. Ach Gott, wir sind bereit. Ich habe wohl keine Wahl. Ja, was sollen wir denn machen? Schließ deine Augen. Ich werde zu dir Verbindung halten. Wenn du aufwachen willst, öffne einfach die Augen. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ein bunter Stein. Das ist rührend. Er ist wunderschön. Ich weiß nicht, woraus er ist, aber... Du willst es nicht wissen, glaub mir. Da ist ja unser Kavalier. Auferstanden aus der Krypta der Einsamkeit. Geht es dir gut, mein Lieber? Prinzessin, willst du einen Augenblick spazieren gehen? Ob ich... Natürlich, ich liebe Spaziergänge. Bis später, Freunde. Du siehst furchtbar aus. Das spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen sofort hinunter ins Grab. Aber ich bin noch so jung. In das Grab. Weshalb? Weshalb? In Ordnung, ich versuche es so kurz wie möglich.
Irgendwo in dieser Welt schläft etwas abgrundtief Böses. In diesem Grab findet sich der Schlüssel, es zu wecken. Und wenn wir nichts unternehmen, wird Urias genau das tun. Okay. Langsam. Schlüssel? Was? Ein Wort, ein Name, eine Beschwörungsformel. Urias sucht schon seit Jahren danach. Ich weiß, dass er heute noch die große Grabkammer öffnen will. Tatsächlich kann er jeden Augenblick hier sein. Wir müssen schneller sein als er. Wir müssen diesen Namen finden und alle Spuren davon beseitigen. Woher weißt du das alles? Aurelia? Weil Urias mich eingeweiht hat. Und wieso? Nicht jetzt. Wir sollten gehen. Wir werden dir alles erklären. Okay, also sie hat damals schon ein bisschen was verraten, dass sie was weiß. Was ist mit der Prinzessin? Elanor weiß von nichts und das soll auch so bleiben. Das ganze große Problem, was ich mit Aurelia sehe, ist, vielleicht benutzt sie uns nur, um selber an die Macht zu kommen, an der Urias quasi momentan die Hand drauf hat, ne? Fragen über Fragen, wir werden es erst wissen, wenn es soweit ist. Also gut, gehen wir hinein. Zu spät. Der Graf. Verflucht. Kein Wort zu ihm. Alle versammelt, um meine Ausgrabungen zu bewachen? Das ist schön. Ist irgendetwas? Wir streiten darum, ob der Mond ein Gesicht hat. Zweifellos. Das Gesicht der Mada, die den Menschen die Magie gebracht hat. Dem Götterfürsten zum Trotz. Und nun, da ich das aufgeklärt habe, dürft ihr den Rest des Abends freinehmen. Ich übernehme die letzte Wache. Oh, und du auch, Aurelia. Ihr erforscht das Grab? Wenn Aurelia geht, gehe ich auch. Ich auch. Es kann gefährlich werden. Niemand weiß, welche Geister der Vergangenheit dort unten lauern. Ein Grund mehr, euch nicht alleine gehen zu lassen. Wie ihr wollt. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Wir sind die Treppen hinabgestiegen. Bis zu den untersten Kammern. Vor der Pforte zur großen Grabkammer wurden wir angegriffen. Ach, jetzt kämpfen wir wieder. Und wir kämpfen als Urias. Es wäre mal wieder richtig schön zu wissen, was Urias kann. Warum kann Urias zaubern? Das ist nicht logisch. Also eigentlich ein Graf darf niemals zaubern können in DSA. Oder zumindest war das früher so. Es war früher ausgeschlossen, dass Adelige tatsächlich dass Zauberkundige adelig sein dürfen. Klar dürfen sie adeliger Abstammung sein, aber sie müssen eigentlich per Gesetz auf den Anspruch des Thrones oder ihres Adelstitels oder was auch immer verzichten normalerweise. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sie das nicht geändert haben in Anbetracht der Moment, gehen wir mal dahin. Der neuen Regeln oder sowas, die da vielleicht gekommen sind. Was ist, kann ich da nicht angreifen? Was soll denn der Mist? Egal. Da können wir jetzt hier eventuell runterkegeln. So. Auf jeden Fall ist er ein ziemlich taffer Magier. Und schade, dass wir Lysander nicht spielen dürfen. Ach, bitte. Dann halt nochmal. Aha, geht nicht. Okay. Dann eben so. Den können wir aus irgendeinem Grund nicht treffen. Dafür ist der jetzt down. Und es trefft endlich. Tja, der Urias, der scheint ein ziemlich taffer Gegner zu sein. Ich glaube, man ahnt schon, was auf uns zukommt, wenn wir gegen ihn kämpfen müssen. Eieieiei. Und druff. Erledigt. Wo sind Aurelia und Lysander? Ich bin sicher, sie kommen selbst zurecht. Gehen wir weiter. Wir müssen ganz in der Nähe sein. Ich glaube, das ist... In der Nähe, wovon? Die Szene, wo er uns das Gedächtnis raubt. Lysander und du seid im Labyrinth der Grabkammern verschwunden. Urias und ich erreichten allein das Herz der Grabstätte. Fliegen! Alles voller Fliegen! Wem gehört dieses Grab überhaupt? Einem Priester der Echsenmenschen. Einem Zauberkundigen von großer Macht.
dem größten Visionär, der unsere Welt je bewandert hat. Sind das dort exische Glyphen? Könnt ihr sie lesen? Vernehmt den Namen seines Flüsterns, es zu rufen, es zu bannen. Seines Flüsterns? Wir brauchen diesen Namen. Was wollen wir mit diesem Namen? Wir verbannen das Schlechte aus der Welt. Oh, das klingt ehrgeizig. Lasst mich vorgehen. Der große Echsenvisionär hat womöglich Fallen ausgelegt. Speerfallen oder ähnliches. Ein wahrer Held. Geh voran. Ui, 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 ui. Na dann. Vor allem wäre erstmal die Viecher aus dem Weg. Die ja höchstwahrscheinlich auch schön freiwillig zu uns kommen. Boah, überall explodiert's. Was soll denn das, ey? ...55% Trefferchance, Gott, wie schlecht waren wir damals. Na gut, die 55% wissen wir ja, die reichen Torgal aus. Ach du Kacke. Jetzt wissen wir, was wir für ein Problem haben. Die Dinger hier schießen nämlich und explodieren nämlich fröhlich durch die Gegend. Jetzt wissen wir's. Eieiei. Wie sieht's denn aus mit coolen Zaubern? Was ist denn das hier? Aha. Hast du keine Unterstützungszauber? Doch, du hast du. Dann macht du sich selber erstmal einen Beschleunigungszauber. Au. Kann natürlich extrem gut ausweichen. Und Torgal. Sieht eigentlich ganz gut aus. Denn Torgal ist da so durchrennt. Wir müssen ja die Dinger kaputt machen, dass die Skelette nicht mehr aufstehen können. Der ist zweimal jetzt dran. Das ist ja krass. So, einmal dahin laufen bitte. Dann auf Torgal auch einen Beschleunigungszauber sprechen. Das ist ja voll heftig. Meins. Jetzt ist er wieder dran. Sobald die Fallen dran waren. So, dann. Ne, Moment, du gehst. Da hat er gerade hingespuckt. Das heißt, wir gehen jetzt mal dahinter hin. Lilililit. Und die Lit. Warte. Die Skelette jetzt wieder dran. Wenn wir Glück haben, werden die jetzt hier gleich von ihren eigenen Fallen zerlegt, wenn wir quasi diese diesen Mist hier kaputt gemacht haben. Diese Kristalle da, diese nervigen Welchen. Und ich glaube, wir müssen jetzt Torgal auch gleich mal eine Runde heilen. Babababab. Und bam. Ja, wir müssen Torgal heilen, sonst macht er es nämlich nicht mehr lange. Das ist ja noch der Anfänger Torgal, der hat ja nicht so viel drauf wie unser heutiger. Das Einzige, was er mit ihm gemein hat, ist, dass er ohne Probleme bei 55% so gut wie immer trifft. Boah, der regeneriert 7 Astralpunkte pro Runde, das ist heftig. Boah, Torgal ist schon wieder halb tot. Ist ja herzallerliebst. Dann heilen wir ihn eben nochmal. Also das ist extrem geil mit dem Beschleunigungszauber. Das rockt ja voll die Bude. Ach Gott, jetzt haben wir ein Problem. Und sogar ein großes. Shit. Dedededed. So. Vorsicht! Es wird schlimmer, bevor es besser wird.
Ah, die Skelette sind jetzt aber nicht mehr so stark, wie ich jetzt gerade gemerkt habe. So, jetzt ist er dran. Geh mal dahin und mach mal einen Fulminictus, der die beiden erfreut. Ach du Kacke. Torgal hat richtig eine draufgekriegt. Hat Torgal irgendwas dabei? Nein. War ja klar. Kannst du ihn heilen so? Nein. Okay, dann müssen wir das Vieh jetzt hier wegmachen. Torgal da rauslaufen kann und gleich geheilt werden kann, sobald möglich. Tja, der stirbt irgendwie an seinen eigenen Fallen. So, einmal Torgal heilen bitte zum Mitnehmen. Heftiger Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte treff's. Verdammt. Hat der Tränke dabei? Nur Heiltränke? Ist natürlich auch toll, dass der nur Heiltränke dabei hat. Okay, eins weniger. Das Skelett beherrscht den Wuchtschlag. Auch interessant. Welches Skelett ist angeschlagen? Sehr gut. So. Wunden wegmachen. So, was macht der jetzt? Ah, der greift jetzt ihn an. Ein kleinen Corpo Fesso vielleicht. Corpo Figo meine ich. Hauptsache, der ist ein bisschen eingefrostet. Wie war das mit den 55%, ne? Fataler Treffer von der Falle. Der muss sich jetzt kurz mal selbst heilen. Helf mal dem Torgal, dass es 4 endlich mal drauf geht. Können wir uns zu zweit um es kümmern? Na also. Au! Torgal einen Heiltrank verabreichen. Und einen dicken, fetten Fulm. Der hat aber eine ordentliche Magieresistenz. Ich glaube, zaubern können wir gegen den vergessen. Dann machen wir es auf die gute alte Frostschock-Methode. Haben wir zumindest eine größere Chance zu treffen. Ah! Schon wieder was übel. Und komm. Aber eigentlich müssen wir gewonnen haben. Wenn die Echsenmenschen das unter Wiedergeburt verstehen, dann möchte ich nicht wiedergeboren werden. Die Mumie war nur ein Gefäß.
Ein Gefäß? Was ist das? Was flüstert es? Den Namen. Ah, wenn du wüsstest, wovon du gerade Zeuge wirst. Wenn du wüsstest, was jetzt alles möglich ist. Ich erinnere mich an den Namen. Dann haben wir, was wir brauchen. Öffne die Augen. Oh Gott. Ich riskier's. Nein, ich will wissen, was passiert ist. Es ist gefährlich. Mach weiter. Wie du willst. Wir haben, was wir wollten. Wo ist Lysander? Er muss etwas geahnt haben. Er ist mir entwischt. So? Was machen wir mit ihm? Er kennt den Namen. Wir können ihn nicht leben lassen. Was? Du kümmerst dich darum, Aurelia. Ich? Nein. Willst du mir in die heilige Stadt folgen? Oder gemeinsam mit der alten Welt untergehen? Tu es. Und wenn du dir das Herz dafür ausreißen musst, anschließend findest du Lysander. Sobald beide tot sind, weiß ich, dass du für die ewige Stadt bereit bist. Du musst jetzt die Augen öffnen. Habt ihr das gerade eben gesehen? Torgal stand da mit weit aufgerissenem Mund. Die ganze Zeit. Ich will die Wahrheit rausfinden. Nee, ich vertraue Aurelia. Ich vertraue ihr. Wir haben den Namen. Ich vertraue ihr einfach. Was soll ich machen? Ich vertraue ihr. Ihm. Wir haben den Namen. Wir brauchen sie nicht mehr. Irgendwann schneidet sie uns die Kehle durch. Zwerge brauchen ihre Kehle. Sie ist eine Buhlin des Drachen. Sie hat uns von Anfang an belogen. Und sie ist eine Hexe. Ich will nicht sagen, dass wir sie gleich verbrennen müssen. Ich bin sicher, das würde dir gefallen. Das reicht. Wir dürfen uns nicht weiter zerfleischen. Das muss ein Ende haben. Meine Worte. Seht ihr nicht, was mit uns geschieht? Das Flüstern erfasst uns. Wir verfallen dem namenlosen Zweifel, wie alle anderen. Und hat dieses Flüstern dich auch gezwungen, uns anzulügen? Wenn du auf unserer Seite bist, warum hast du gelogen? Wir mussten den Namen finden. Wärt ihr mir hierher gefolgt, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte? Ist dein Argument. Weil du ihre Argumente mit deinem Schwanz hörst. Jetzt werde ich rot. Hört auf! Nein, wir gehen weiter. Aurelia bleibt bei uns. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie das längst getan. Schön. Dann wäre das ja geklärt. Aber wie geht es weiter? Wir besuchen Urias. Warum berichten wir nicht der Fürstin von dieser Geschichte? Oder den Kirchen? Sie werden sich darum kümmern. Weil wir Vogelfreie sind. Und weil nur ich das Bannwort kenne. Richtig. Und wo finden wir Urias? Aurelia wird uns führen. Ich fürchte, das kann ich nicht. Was? Urias hat mich niemals eingeweiht. Die Echsenstadt liegt irgendwo im Regengebirge. Aber das ist alles, was ich über sie weiß. Das ist doch ein Anfang. Ich führe euch. Du? Du weißt, wo das Tal liegt, Takate? Nein, aber unsere Geisterfrau. Okay. Wir reisen schnell mal nach Mengbila. Gott, oh Gott, ich dachte, das geht... Gott, ich glaube, jetzt seit 8 Folgen, glaube ich, das ist die letzte Folge. Das ist der Wahnsinn. Okay, wieder eine kleine Errungenschaft, keine Lügen mehr. Ich bedanke mich, liebe Leute, fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir weitermachen, wo wir erstmal wieder jede Menge Punkte vergeben werden und hoffentlich, ja, dem Ende zu kommen. Mein Name ist Mr. Murp, ich wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss und Ade.